Und herzlich willkommen zum zweiten Game vom heutigen Tag, Rhino Gaming vs. die Honigmänner. Wir sind schon in der Big and Band Fest fleissig. Haben schon Bands von Rhino Gaming. Gwynplaine und Bristleback auf der Seite von die Honigmänner haben wir einen Leshrac und einen Undying Band. First Pick Gyrocopter. Das ist wieder das Best of 3 Game wie immer. Der Gewinner von dem Best of 3 wird heute gegen Wasted Talent spielen, um einen Platz am Offline Event um den Titel für den Schweizer Meister in Dota 2. Und wir haben einen Earth Shaker Pick diesmal von den Honigmänner. Ich bin Kommentator Saso übrigens noch. Ich soll jetzt einmal Mess fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr habt natürlich viel Spaß. Und wir sind gespannt, wie das Game hier laufen wird. Ein bisschen Zeit. Entscheidet sich jetzt für einen Witch Doctor Pick. Was sicher keine schlechte Wahl sein wird. Gut, platzierte Death Wars und Perils and Casks, die dann schön umbauen sollen. Und vielleicht etwas ausrichten. Und ein Ancient Apparition kommt für Rhino Gaming als nächstes. Kommen die nächste Band Phase. Und wir haben einen Dragon Knight Ban von Rhino Gaming. Und Lucas Tonic Ban und sich als nächstes von Banner. Wenn es jetzt so gut sieht, gehen wir in die Reserve Time rein. Und ein Clockwork Ban. Vor der Seite von der Honigmänner. Und ein Slugband von Rhino Gaming kommt rein. Radiant Team Ban. Und Lukas Tonic Ban als nächstes bannen, bevor es in die nächste Pick Phase reingeht. Wir haben einen Webband und einen Zeus-Pick für Honigmänner. Haben sich da jetzt ein bisschen Zeit? Windrain
Ranger at your service. Und Runner Gaming entscheidet sich diesmal für den Wind Ranger. Hast du das auch immer wieder öfters gesehen? Natürlich, man lernt sich da wieder ein bisschen Zeit. Und ein Phoenix kommt raus für die Honigmänner. So, wir haben mal vorerst Sue Smith, so wie es sagt. Ein Phoenix auf der Offline und auf Jack Witch Doctor mit dem Carry, der noch gepickt wird. Dann eventuell Windrange Mitte, vielleicht auch offline. Gyrocopter mit Major Operation Rushing auf der Lane. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Und ein Rubicon für Rhino Gaming rein. Wir kommen in die letzte Bandphase. Und ein Puckben für Honigmänner. Mal schauen, was Rhino Gaming da als letztes Banner wird. Und ein Weaver Ban. Und wir kommen zu den letzten Picks. Und ich mache noch nicht allzu viel Reserve Time, weil sich wahrscheinlich vielleicht auch schnell entscheiden. Mal schauen, was aus der restlichen Teamkomposition dazukommt. Es geht in den Reserve Time rein. Lukas, ob sie sich so bis zur letzten Sekunde warten. Ja, ein Spectre Pick, okay. Hard Carry Spectre mit Witch Doctor, darfst du wahrscheinlich auf der Lane, Fangs auf der Offlane und Susan Mitty. Sieht soweit gut aus. Wir schauen, was Rhino Gaming das nächstes und das letztes pickt, um ihres Team zu komplettieren. Natürlich kann natürlich auch Windrange offline sein. Ich sehe jetzt den. Können sich jetzt noch ein bisschen Zeit lassen, Rhino Gaming. Gehen da in den Reserve Time rein momentan. Wenn sich auch ein bisschen mehr Zeit jetzt. Silencer. Und jetzt scheint sich für den Silencer. So, wir gehen gleich, sobald alle ihre ewigen Heroes gepickt haben,
in-game und starte dann das Game und hoffe, dass ja, ein spannendes Game da war, gesehen. Auf beiden Seiten natürlich. Jetzt kommen wir picken, jetzt ein bisschen Zeit. So, jetzt geht es vorwärts, seit 10 Sekunden mal gesagt worden ist. 5 Sekunden. Kann man Süß Silencer picken und noch Silencer, wir können in-game. Super. Gut, ich stelle vor, auf der Radiant sind der Hammer, Tonic Manor. Auf Spectra haben wir den Fail Jessic. Und der Residuensatz Tina bzw. auf dem. Süß, wir haben den LC auf dem Phoenix, auf dem Witch Doctor haben wir den Cola Lights und den Edwism auf dem Earthshaker. Auf der Dice der haben wir den Rhino Gaming, Arkosh auf der Windranger, Hexer auf dem Rubik, den Fimo auf dem Ancient Apparition, Do You Know I'm Loco spielt der Silencer und nicht zuletzt Wolverate auf dem Gyrocopter. Sehen wir schon ein bisschen. Da wird von Rhino Gaming ein bisschen invadet, werden da Wards platziert. Rubik, müsst ein bisschen vorsichtig sein. Wieder Engage, Paralyzing Chaos Container. Und Official, das wird das First Blood geben. Und First Blood für Gold. Tonic Manor. Und ein Follow Kill vom Silencer auf dem Phoenix. Und der Silencer ist relativ low, für, wenn da jetzt noch ein Hit kommt. Na, sehr schöne Shackle Shot da. Und sehr schöne Fischer da vom Earthshaker. Arkosh ist da recht in Bedrängnis. Und der Spectre auch ziemlich in Bedrängnis. Und der Kill wird aufgeteilt auf dem Spectre. Windranger go down. 3 zu 2 Exchange. Wow. Das ist ein schnelles und heftiges Level 1 Game. Und der nächste Kill auf dem Ancient Apparition vom Zeus. Und da kommt Shackle Shot auf dem Witch Doctor. Witch Doctor wird auch down gehen. Nein! Sehr schöne Fischer zum Retten. Und da kommt Spectre. Wird noch ein bisschen da etwas vom Rubik haben. Schafft es aber nicht ganz. Jetzt müsst ihr. Nein, sie tun es jetzt ein bisschen aufpassen. Kriegt ein bisschen viel Damage rein. Tut sich jetzt wieder aufheilen. Ja, tut sogar in Midi-Parten. Relativ low und ohne Mana. Das heißt, er wird ein bisschen Schwierigkeiten gegen das Silence in Midi haben. Wir sind Top Lane, Gyrocopter gegen den Phoenix, so ist es momentan. Und wir haben den Ancient Apparition, Windranger und den Rubik auf der Bot Lane gegen Spectre und, so wie ihr seht, einen Earthshaker. Und einen Witchlock nachher, wenn er sich gekillt hat wieder. In den Thieves. Kampf wieder gesehen am Anfang. 4 zu 2 momentan für die Honigmänner. So schnell kann das gehen. Es sind nicht mal 2 Minuten in-game und schon so viele Kills gegangen. Und wir haben schon einen Bottle auf dem Süß. Und mittlerweile auch schon wieder leer ist. Geht jetzt auf Bottom Rune zu. Und da kommt das Paralyzing Cask auf Twin Rage und der schöne Fisch, was sie abschneidet. Das kann wieder ein Kill werden, wobei da der Earthshake auch relativ low ist. Und Earthshake geht down und auch Twin Rage geht down. 5 zu 3 momentan für Rhino Gaming. Und da geht Spectre wieder rein. Der Rubik relativ weit abgeprügelt und ein weiterer Kill auf Mansion Apparition. Da kann ein weiterer Kill kommen und dann holt sich Spectre und ein weiterer Kill auf Rubik. Süß natürlich schön nach oben, hat einen Ilo in die Mitte geschickt. Wenn sie sich dort die Kills ankommen, sicher 7 zu 3 Schuss mittlerweile für die Honigmänner. Gehen da richtig Gas gerade.
So, auf der Top-Lane, wie sieht's da aus? Jericho kommt ein bisschen besser am Farmen gegen Phoenix. Zah lasst jetzt voraus. Und auch 50 Nice. Glück muss die Grafik an. Ja, kann man nicht so viel aussagen momentan. Geht so ein bisschen hin und her. Rhino Gaming ein bisschen besser mit den Last Hits dran. Zeus in der Mitte. Gleich gut dran, so wie der Silencer. Twin Ranger und der Gyrocopter aber da wesentlich voraus. Dafür haben wir natürlich auf der Spectre schon Kills. Und auch ein Death. Während der Twin Ranger eigentlich zwei Deaths hat und kein Kill. Guck aufs Netverfahren. Gyrocopter da voraus, gefolgt vom Zeus, dann vom Silencer, also knapp beide hintereinander und dann kommt Windranger und Witch Doctor. Noch nicht so viel gegangen, aber 8 viel Kills bis jetzt. Und da war dabei die Rune von Rhino Gaming aufgepickt. Süß in der Mitte schon wieder und wird instant gesilenced. Und wir sehen da den Rubik ein bisschen so im River rumlaufen. Wird er vielleicht das Süß holen? Sieht so aus, als würde das ein Roam in der Mitte werden. Wir sind gespannt, da drunter wird er gesichtet und wird noch nicht gesichtet. Oh, da kommt Silence rein mit der Haste-Rune. Oh, da war relativ low. Und, oh, überlappt knapp. Und, ist es ein toter Zeus? Nein, Zeus überlappt sehr knapp. Und ich sehe da schöne Shackle-Shot. Oh, der Witch Doctor, da geht. Knapp nicht down. Ja, doch, geht down. Wind Ranger kommt noch schön, sehr schöne Fische. Vom Earthshaker Spectre holt sich da der Kill. Auf dem Angel Apparition und der schöne Shackle-Shot. Da von der Wind Ranger, um sich retten. Letzte Sekunde. Und beide können sich wieder aufheilen. Doch und ein Silence vom Silencer. Windranger sollte noch davor kommen, wobei der Earthshaker kommt mit dem Fischer, holt sich den Kill. Rubik jetzt da als nächstes im Ziel. Gute Damage da für den Spectre. Wir müssen aber zurückkommen und einen Teleport von Angel Apparition rein. Und Silencer auch da. 3 gegen 1, das wird schwierig für Spectre da rauszukommen. Ja, das hat ein toter Spectre sein. Und der Angel Apparition holt sich den Kill auf den Spectre. Und wir schauen mal so ein bisschen Grafik aus. Hat sich ein bisschen wieder für die Rhino Gamings gewandelt, das Blatt. Sind jetzt mit XP und Network ein bisschen voraus. Schauen wir uns Network an, 2600 Ofen, Gyrocopter gefolgt von Silence mit 2300. Dann hat Spectrum mit 1900, 1800 für das Windranger und dann kommt der Phoenix. Dire's Middle Tower is under attack. Und dann natürlich ganz weit voraus. Der Gyrocopter mit fast 40 Last Hits und 14 Denies. Macht einen guten Job. Phoenix natürlich nicht so gut beim Farmen da gegen den Gyrocopter im Vergleich. Hat aber auch schon mittlerweile sein Level 6. Und wir sehen hier einen Ruby, einen Silencer mit einer Invisibility Rune. Das heisst, wenn der Phoenix da etwas weit reingeht, könnte was passieren. Gibt es einen Silence? Kommt eine Maus mit Micro Strike. Und da geht's los. Und kommt noch mit dem Icarus Dive raus, er kann aber nicht abbrechen. Und wird er gekillt. Und der Gyrocopter holt sich einen Kill auf dem Phoenix. Mal schauen mal auf die Botlane. So aussieht. Und jetzt der Witch Doctor auf der Toplane. Und jetzt der Earthshaker. Er hat sich kurz vor der Bratstelle zum Fischer setzen, aber hat es dann gelassen. Spectre doch ein bisschen weiter wachsen, bis er dort wird zum Damage stehlen. Und der Top 10 kommt, pusht gegen den Witch Doctor, kommt knapp davor. Spectre Ulti und Zeus holt sie zusammen. Und ein Kill auf dem Gyrocopter. Ancient Apparition bekommt Spectre dafür.
Oh, wir schauen mal, wie sie durch Item Store Tranquil Boots Open Phoenix of the Range Ranger Hammer Boots plus ein Ring of Basilius. Rubik auch Boots noch. Spectre da mit einem Boomer Shield und Face Boots. Boots auch auf Shaker. Wir haben Face Boots, ein Orb of Venom und ein Band of Elven Skin plus ein Ring of Aquila auf dem Gyrocopter. Okay, der trifft er, der Phoenix. Wir schauen auf den Silence, der Bottle und Boots. Ancient Parisian Dome mit Tranquil Boots unterwegs. Und Zeus. Hat er keine Boots plus ein Sage's Mask. Ich dachte, Kill am Zeus doch verpasst. So, und da wird schon dewarded vom Witch Doctor. Radiant's top tower is under attack. Und der Push of the Top Tower vom Gyrocopter. Die Floater Tower. Wird auch wenig Kinder da von. Na, die von Rubik. Engaged vom Phoenix. Kein Mana für Supernova. Und Witch Doctor muss jetzt aufpassen, ist da relativ weit draussen. Wird killed vom Gyrocopter und ein Kill von. Nein, kein, doch ein Kill vom Gyrocopter vom Zeus und ein Chapuschen kriegt noch Spectre. Und. Oh, Phoenix kriegt noch gerade auf den letzten Tick und Ranger mit dem Supernova den Kill auf dem Ancient Chapuschen an. Und der Kurier ist da recht vor. Kommt aber davor wieder schön rausgelost. Und da wird der Phoenix in Tanks gebracht und stirbt auch. Jetzt müsst ihr auf Shaco ein bisschen aufpassen, ist schon ein bisschen weit drinnen. Rubik, Lust auch, macht Damage, Shackle Shot sehr schön. Und das ist ein Kill. Aufteilt, aber immerhin ein Kill. Geht einiges ab. 15 zu 12 Stoß, wir sind 10 Minuten in-game. Ja, muss ich dann von der Sand aufsetzen. Dann muss ich den Sand absetzen, Mann, das mache ich. Der Audio. Gut, wir setzen es jetzt ab, hoffentlich ist es jetzt ein bisschen besser. So, wir schauen mal weiter. Am Tag sieht es sehr ruhig aus, wir sitzen in der Mitte, Spectre ist in der Mitte gegen Silencer. Danke übrigens fürs Feedback auf dem Twitch-Channel. Ich bin froh, wenn ihr sagt, wenn etwas sissig oder zu ist oder etwas nicht gut ist, kann man das natürlich instant, sobald ich das lese, justieren. Wir sehen hier jetzt den Rubik im Jungle. Spectre, seht ihn. Und so kommt es richtig für den Spectre und wir haben. Oh. Und Witch Doctor geht down. Ancient Apparition holt sich Gyrocopter, holt sich Spectre und Phoenix wird auch vom Gyrocopter. Auf der Top-Lane. Killed. Und wieder Kill. Auf dem Earthshaker durch Rubik. Das heißt, der Rival Gamer geht jetzt ein bisschen voraus mit den Kills. 15 zu 16 Stolz jetzt. Die Networth-Grafik geht auch richtig. Rhino Gaming mit über 3000 Leads und auch 3000 Experience Leads mittlerweile für Rhino Gaming. Und da kommt ein Engage auf Windranger vom Spectre. Windrun wird aktiviert, kommt vor. Ich sehe den Ancient Version mit. Wartet doch ein bisschen. Und Phoenix auf der Botlane wird doch gespottet von der Ward. Hat er mittlerweile seine Urn fertig. Und das sind Tranquil Boots. Schau mal, Rubik mit dem Soul Ring jetzt unterwegs und Tranquil Boots. Ein Point Boost auf dem Silencer. Und wir haben auf dem Gyrocopter mittlerweile Mob mit Mask und den Ring of Aquila. Ein Venom Orb ist unterwegs.
Nein, ist ein Stash gesetzt worden. Cool. Lange Range für die Rakete. Und in der Mitte sieht es aus, würde der Rubik sich bereit machen, um den Witchdog eventuell zu holen. Dann, sobald die Wave ein bisschen auspusht ist, wird ein Gate stattfinden können. Und sonst wartet da der Rubik, Spectral wird losgegangen, ein Kill auf den Windranger. Wo ist das passiert? Ah, da hinten. Zeus. Und wir sehen hier das Ace Aboriginal reinkommen und Rubik. Das Ziel dort. Es gilt, der Aufschläger kommt nicht mehr weg. Eben die Aboriginal kriegt den Kill da. Mal schauen, wie es die Network-Grafik auf 5600 für den Gyrocopter, gefolgt vom Silence mit 4500. Knapp dahinter Spectrum mit 4400 und 4000 auf dem Zeus. Dann kommen Windranger und Phoenix noch. Auch noch knapp hinter drin sind wir im Abstand so von 400 und 500 Gold. Und ein Versuch vom Paralyzing Cask of Windranger trifft nicht ganz strange, langt nicht aus. Und Spectre hätte jetzt mittlerweile 2000 Gold, eventuell kurz für das Radiance. Oh, in der Mitte geht was ab. Moment. Ja, Aufschläge da relativ low. Kommt dann raus, Silence kriegt einen Kill. Und der nächste Kill von Rubik offen, Zeus. Und der Witch Doctor als nächstes Opfer. Angel Bridge holt sich da Kill. Und ist auf dem Killing Spree mittlerweile, der Angel Bridge. Macht das den Job also mega gut. Hat mit wieder aus, Iron of Shadows. Und da wird mit der Tower gepusht. Vor Honigmanos. Geht jetzt auch dann down. Und Jarkov holt sich da. Tau. Mittlerweile ein Vorsprung an Kills bei Rhino Gaming, 20 zu 16 jetzt, Rhino Gaming mit 20 Kills. Hat eine recht gute Position jetzt mittlerweile mit fast 7000 Network Vorsprung und auch Experience Vorsprung. Und wir haben dann Kill auf Phoenix und auf der Windranger. Oh. Haben sich da gegen. Ja. Guck mal, Phoenix, jetzt ist Supernova nicht zündet. Ist da wahrscheinlich gesigned worden? Nein, das ist noch zu wenig cool für das. Haben wir den Rubik mit Lightning Bolts und der Spectre da Ultimate Instant gesehen oder Rubik. Und da kommt ein Gage auf Spectre. Wo down geht, sich ab nur das Silence erholt. Und Zeus muss jetzt ein bisschen wegrennen. Da kein Schutz mehr vom Tower in der Mitte.
Spectrum mit bei 3500 Gold. Relativ gute Farm gehabt, auch, ja, 5 zu 6 in Kill und Deaths. Und wir sehen noch Windranger und Ancient Apparition. Kann man aber, wenn da vielleicht etwas holen. Da ist ein Witch Doctor. Und der Aufsteiger da. War der jetzt aber nicht gerade gespottet. Können sie drauf stecken, haben da etwas Ganzes gesehen. Und sehen es jetzt mittlerweile viermal Botlane. Vor Rhino Gaming. Wenn da der Tower holen, so ist das Set und da kommt House Shot. Plus Ancient Apparition und oh, der Witch Doctor. Und der Shackle Shot auf Witch Doctor. Phoenix Engage. Ist gesilenced worden, hat keine Supernova können zünden. Kill auf Witch Doctor und Phoenix. Und der F-Shackle lebt auch gefährlich. Kann Fischer setzen, aber kommt da nicht mehr davon. 3 Kills für Rhino Gaming plus ein Tower. Rhino Gaming da jetzt recht stark. Spielt super im Team. Verwünscht immer wieder die Leute. Natürlich der Silence tut richtig guten Job. 5 Mal jetzt Push auf der Botlane. Auf den Nexi Tower. Wir schauen mal ein bisschen die Items. Der Silence hat mittlerweile schon einen Arcanims. Auch Windranger jetzt mittlerweile am Arcanims dran. Wir haben einen Helm dominiert und Yasha. Und ein Belt of Strength auf dem Gyrocopter, das wird das Sanko und Yasha, so wie es sieht. Rubik, da immer noch mit den Boots und dem Soul Ring. Und wir sehen jetzt auch mittlerweile Ancient Apparition schon die Hälfte von 7 Arcanims fertig. Und natürlich ein super Counter gegen den Phoenix, so mit dem Silencer. Wo instant immer unterbricht den Mikro Life, damit er nicht irgendwo vorzeitig landen kann mit seiner Supernova. Und wir sehen den Smoke Gang von den Honigmännern. Oder zumindest einen Versuch, hier irgendwo zu verwischen. Wir sehen hier das Spectre, das entdeckt wurde vom Rubik. Und Windranger geht down. Zeus holt sich den Kill. Sehr schön. Der Push auf den Tower in der Mitte mit einer Double Damage Runner auf das Spectrum, was sich mit der Sacred Relic geholt hat. Das heisst definitiv ein Spectrum, der auf das Radiance geholt wird, aber in der Mitte killt. Phoenix jetzt da auch im Bedrängnis, kann noch Eco-Stiven. Tut sich einen anderen Status geben. Ja. Jericho vertraut sich nicht mehr. Ein Cask für den Pop. Malik hat getroffen. Ja, hat getroffen. Und jetzt schauen wir mal, ob das ein Engage gibt. Wobei, sind ein bisschen zögerlich. Traut sich da nicht rein zu gehen. Rubik klaut da das Fischer vom Earthshaker. Kann natürlich gut gebrauchen. Und man Blink Deck mit Level vom Rubik. Fertig. Zeus jetzt mit dem Use Scepter. Spectre natürlich immer noch am Farmen, am Radiance. Witch Doctor jetzt da auch einen Point Booster gekauft. Und der Earthshaker ist immer noch ein bisschen weit entfernt von seinem Blink Decker. Mit dem Gyrocopter jetzt ist Sanke und Yasha fertig, plus nehmen und auf Dominator, Ring of Aquila und Faceboots. Jo. Was ist da passiert? Spectre ist vom Silence gekillt worden. Okay. Silence jetzt ein Staff of Wizardry auf sich. Ancient Apparition. Immer noch ein bisschen entfernt von seinem Arcanims. Und Windranger braucht noch ein bisschen. Kommt
Oh, schön. Use of New Scepter. Runter mit der Volt Wind Ranger. Und sie holt sich der Kill auf der Wind Ranger. Und oh, jetzt muss Feeding das aufpassen. Es sind drei Leute. Und könnte gefährlich werden. Gyrocopter. Gemütlich und fröhlich am Weiterfarmen. Ich glaube, wir sind schon bei 1800 Gold. Und da wird zu Steve geworden. Schafft es aber nicht, den letzten Hit drauf zu kriegen. Und wir sehen das Ancient Aboriginal Old. Wo geht das hin? Oh, trifft. Trifft den Witch Doctor. Der Witch Doctor wird down go. Ruby kriegt noch. Langt es vom Damage her. Trotzdem probiert er dagegen zu heilen. Sollte lange. Phoenix wird auch noch ein bisschen zum Heilen beitragen. Und er kommt davor, so wie ihr seht. Nicht ganz gelangt. Aber sehr schön im Besuch da gesehen. Rubik immer noch mit den Fischern rumlaufen. Earthshaker mittlerweile gerade sehr nah an seinen Linkdecker dran, das hat jetzt der nächste Kopf. Und Rubik pusht auf den Bottler ein bisschen aus. Wenn das ganze Team von der Honigmänner in der Mitte steht. Und mit dem Force-Staff auf Silence plus ein Blinkdecker auf dem Zeus. Wo jetzt den nächsten Satz reinkommen mit dem Kurier. Und der Blinkdecker ist mittlerweile auf dem Aufsteiger drauf. Schauen wir ein bisschen durch, Spectre immer noch ein bisschen am Farmen. Witch Doctor hier mit Wards versorgt. Und Phoenix sieht auch nicht anders aus momentan mit Items. Wir schauen beim Rubik, mittlerweile Blinkdecker, Tranquil Boots und ein Soul Ring. Ancient Apparition hier immer noch ein bisschen entfernt von seinem Aghanims. Silence eben, mittlerweile den Force Staff und den Aghanims fertig plus Boots. Und da sehen wir einen Rubik mit Invisibility Rune, kommt aber nicht weit. Und wir haben mittlerweile den Ultimate Orb auf dem Gyrocopter. Und Wind Ranger scheint ihres Aghanims fertig zu haben. Oh, jetzt gerade seit reinkommen. Ja, Aghanims fertig auf der Wind Ranger. So, und jetzt wird wahrscheinlich ein Push in die Mitte starten, wobei der Zeus natürlich schön gegenpusht. Spectre mittlerweile mit ihrem Radiance fertig. Und Zeus kommt doch knapp am Ulti vom Ancient Apparition. Aber wieder nichtsdestotrotz Kills. Phoenix kommt nicht aus mit Microstaff, wird instant wieder gesilenced. Und zwei Kills für Rhino Gaming diesmal. Wir schauen mal die Grafik an. Mittlerweile über 10.000 Networth Vorsprung für Rhino Gaming. Genauso mit der Erfahrung. Erfahrungspunkt. Das Gesamt sieht man momentan relativ gut aus für Rhino Gaming. Muss sich die Honigmann noch etwas einfallen, um da etwas gegenwirken. Und wir sehen hier, den Ranger haut er schön auf den Taui. Und der Tau geht down. Wind Ranger kriegt den Tau. Und es gibt einen Backport auf die Botlane. Vom Gyrocopter und Rubik. Und jetzt ein Spectre Ulti, da wird engaged. Kommt aber noch davor. Mit dem TP. Der Silencer ist jetzt ein bisschen in Gefahr, muss er vorsichtig sein. Und kriegt der Silencer. Der Spectre kriegt den Kill. Und da kommt wieder das Ulti. Major Brischen trifft da knapp den Witch Doctor noch.
Na, wir schauen mal, was ich bei Items tue. Hat sich nicht viel verändert. Bin ich gesealt ein bisschen rum. Und eine schöne Fischer vom Shaper Age Evolution wieder gefangen. Und eine schöne Counterfischer vom Rubik. Ich sage, das Spectre kriegt den Kill hier auf dem Ancient Operation und Zeus. Phoenix geht down, Earthshaker geht down. Spectre geht down. Sehr schöne Death Ward. Hier vom Witch Doctor kriegt er noch den Rubik. Aber Witch Doctor geht down, das heisst der Windranger und Gyrocopter leben noch weiter. Das heisst die wichtigsten. Also vor allem der Gyrocopter, der hier die größte Gefahr gewesen ist. Momentan ist wohl ein Eye of Scar, die mittlerweile gebaut hat. Jetzt ist er fertig. Hat überlebt, kommt da locker noch davor und tut sich jetzt so weiter aufgefahren. Hat wieder schon 2400 Gold. Mit 15.000 am meisten Network gefolgt vom Spectrum mit 10.000, 9.000 auf dem Silence, auch fast 9.000 auf der Windranger und knapp 1.000 drunter. Das ist süß. Seht ein bisschen Wave Clear vom Ancient Operation mit seinem Ultimate. Ein unsichtbarer Phoenix. Jetzt ein bisschen rumscouten. Schauen, ob ihr es seht. Mit ihren Windranger. Bloß ein Rubik. Und der Engage vom Phoenix wird er instant gesilenced. Und go down. Ist keine gute Idee gewesen, dort reinzugehen. Silence und natürlich, dass ist Ulti gerade instant eingesetzt. Und oh! Wow! Was ist da passiert? Gyrocopter hat sich da ein paar Kills geholt. Während das alles in der Mitte stattgefunden hat noch. Vier Männer down, fast kein Schaden auf den Rhino, Leute vom Rhino Gaming. Mittlerweile sehen wir alles BKB auf der Windranger und da geht der Spectre. Ein schön geschenkter Schaden. Runter nicht vor und ein Teamwipe von Rhino Gaming. Und der Push auf dem Mid-Tower geht jetzt los. Wobei. Phoenix, Witch Doctor und. Earthshaker. Das hat jetzt eigentlich schon wieder eine Fantasy. Wobei. Ziemlich starke Push vom Damage haben. Das heißt, es wird nicht lange zum Verteidigen. Instant Engage mit Fischer und. Wow! Zwei Kills, drei Kills. Sehr schön, der Echo Stamp vom Earthshaker. Vier Kills. Sind ich letztes lang gewesen, overcommitted, haben zwar den Tau bekommen, aber dafür 4 down gegangen, der Gyrocopter lebt immer noch. Wie ist du weit vom Geschehen entfernt? Ist keine Angst, dass er da stirbt. Wir schauen mal weiter. Spectre jetzt in Okra Club, wird wahrscheinlich auf das BKB gehen. Witch Doctor jetzt aus Agonims fertig. Na, schau mal so, Rubik. Und der Ancient Operation kommt anscheinend wirklich nicht voran mit seinem Agonims. Ah nein, hat es Agonims jetzt da? Okay. Wie gesagt. Sharon kommt immer noch mit der gleichen Items, holt sich so ein Quarterstaff. Sind das Receive für den Refresh Up auf dem Silencer? Man wird da so groß rauskommen. So ein Refresh Up kann natürlich für Teamfights recht heftig sein auf dem Silencer. Mal schauen, ob er zum Farmen kommt für den Refresh Up. Weil es nur das Receive, das nicht so viel. Und das Flying Cask auf Rubik, wo nicht viel bringt. Wir sehen das Spectre.
hat sich mit Mittelheimer geholt, also wird es BKB geben. Läuft mit dem Phoenix rum, wo immer noch nicht so mehr Items kommen, also sind Jungle Boots. Und ein Roshan ist gemacht worden von Rainer Gaming. Nicht gesichtet worden, recht schnell gegangen. Und wir sehen jetzt einen Gyrocopter mit 5000 Gold auf der Seite und einem Aegis auf sich. Sanke und Yasha, Eye of Skadi und Helm of Dominator. Mit 5000 Gold kann er sich schon einiges leisten. Und da wird Spectre gesichtet, angegriffen, kann. Macht ein bisschen gut Damage auf den Spectre. Gegen Damage ein bisschen gegen den Windranger. Aber es kommen alle davon. Und ein schöner Fischer hier vom Earthshaker. Und wir sehen kein Kill auf dem Silencer. Kommt noch knapp davon. Earthshaker geht down. Oh, Witch Doctor und Phoenix auch down. Brauchen überall Fights aus. Und wenn das Egg ist, so poppt vom Gyrocopter. Und wir warten wahrscheinlich jetzt mit Rex. Ja, gehen doch noch nicht down. Und Zeus geht down, instant buyback for Phoenix und Zeus. Runner Gaming natürlich jetzt wesentlich Fuß mit 43 Kills zu 27. Grafik fast 20.000 Networth Vorteil und 20.000 Experience. Müsste sich Tonic mal was einfallen, dass ich hier noch kann das Ganze wenden. Wirklich schwer. Und wir sehen hier schön Fischer vom Rupik und Zeus down. Hat sich da ein bisschen blöd verwünscht, ob im D-Water oder versucht beziehungsweise das D-Water. Moment, mittlerweile BKB auf dem Spectre fertig. Earthshaker jetzt mit dem Mystic Stuff. Und Spectre da relativ im Bedrang ist, müsste er vorsichtig sein. Und man sieht, der Ruby geht instant rein, Phoenix probiert rein, es kommt wild, Silence, kein Supernova. Und der Ruby geht down. Und Phoenix schafft es doch, um seine Supernova zu zünden. Und das Deathwatch kommt durch, das Phoenix kann nicht durchcasten. Und das Team wipe diesmal. Bitte auf für Rainer Gaming. Instant Buyback vom Witch Doctor durch und Dragstone warte mal kurz an. Beschützt, aber das wird nicht helfen. Wenn nur der Witch Doctor am Leben ist, ohne Death Warp ready. Ich habe jetzt probiert, mit seinem Paralysen Cast zuzuzögern, aber es wird nicht nützen. Mit Dragstone down. Moment, mittlerweile ein Butterfly. Auf dem Gyrocopter und ein Javelin, wo ready ist. Wird es 8 Stern Monkey King Bar auf ihm? Als nächstes schon wieder mit 4000 Gold voraus. Oh, sehr schöne Paralysen Cast. Lang nicht ganz. Oh doch, der Süß holt sich der Kill. Silencer kann jetzt in Gefahr sein. Sehr schöne News vom Usepter und 2 Kills da für Süß. Holt sich der Gyrocopter und der Silencer. Und so wieder das Rückgriff vom Ancient Apparition trifft 3 Leute vor der Honigmanner. Wir schauen bis zur Zeus mit 4000 Gold am Rumlaufen. Witch Doctor hat mittlerweile auch noch geklappt, wird vielleicht auch auf ein BKB gehen. Spectrum muss da ein bisschen wieder zum Farmen kommen. Wir schauen mal weiter, Ancient Apparition hat jetzt da auch noch keine weiteren Items, hat aber 2600 Gold auf der Seite. Rubik jetzt da mit dem Mithril Hammer und dem Ogre Club.
Wird also nur noch ein bisschen Geld brauchen, um sein Rezept. Nein, hat sein Rezept schon. Hat sein BKB ready. Man wünscht euch jetzt mit dem Force-Staff, BKB und Nagel im Scepter. Silencer da. Am Refresher up relativ gut raus als Purse. Perseverance ist fertig und ein Ring of Health plus Rezept. Das heißt, das wird nicht mehr allzu lang gehen. Und der Instant Silence. Versucht Spectre da einen Kill auf dem Fimo zu holen. Fimo, Veto, Tango. Süß holt sich da den Kill. Und ich sehe gerade, wir haben 12-8 Stats auf dem Ancient Apparition. Dann lege ich 9-7 auf dem Zeus, also der Ancient Apparition hätte recht viel Kills geholt. Schau mal, Kraft 25.000 und 20.000 XP, 20.000 und Network 25.000 Vorsprung für Rhino Gaming. Und wir sehen eine Rakete auf den Earthshaker. Und dann versucht der Gyrocopter zu bekommen. Instant Silence, Earthshaker go down. Spectra down. Wird er wieder engaged? Ja, wird wieder engaged. Phoenix überlappt da nicht. Und Gyrocopter probiert dann wieder Kills zu holen. Schafft es aber nicht ganz. Und das war der Bot Rex jetzt. Oder Downguns. Und der sehr schöne Paralyzed Custom Death Ward wird unterbrochen vom Rubik mit einem Fischer, der sich klettert im Earthshaker. Und sehr low, da der Gyrocopter geht down. Ja, langt's noch. Und es langt, der Spectre holt sich der Silencer. Instant Buyback vom Gyrocopter. Refresher ab jetzt auf dem Silencer fertig. Dann mittlerweile Boost of Trouble auf dem Ancient Operation, wo er jetzt mit dem Rubik gegen Zeus kämpft und ihn auch down bringt. Und der Spectre schaut angegangen, wo ist der angegangen? Da. Und wir sehen schon wieder. Gyrocopter wieder in der Base. Und mit dem Buyback von Ancient Operation. Spectre kann sich zurückkaufen, tut es aber nicht, und da geht der Earthshaker da. Und wir sehen da Phoenix, probiert da ein bisschen Engager. Instant Ulti. Und Spectre holt sich da den Kill auf Mansion Apparition. Und das sind Mega Creeps. Und Phoenix down. Nur noch Spectrum Labe. Hat sich jetzt das Yasha geholt. Wird aber like nicht viel ausrichten können. Wind Ranger engaged. Da kommt das Paralyzed Cask. Die Rakete kommt im rechtzeitig rein. Wir sehen, wenn die mittauchen dann. Vom Ancient. Der Ancient wird das nächste Angriff vermutlich. Dann wieder versucht von der Spectre da reinzugehen und irgendetwas auszurichten. Holt. Zeus holt sich da der Rubik. Und Spectre geht down, instant buyback vom Rubik. Silence geht down. Und wir sehen, schöner Versuch von der Death Ward, kommt nicht ganz durch. Und der Aufsteiger holt sich der. Nein, der Witchdog, da holt sich der Kill an, der Wind Ranger. Okay. Einmal mal. Und da geht es wieder Rubik. Plus ein Ancient Operation. Wollte er probieren, ein bisschen Damage auszuteilen. Aber es wird nicht lang zum Verteidigen. Ancient Operation da, nur noch der Rubik am Leben. Holt jetzt den Fischer vom Rubik. Hat sich da noch ein bisschen über Wasser halten und holt sich da. The Ancients. GG! Erste Runde geht an Rhino Gaming. Sehr starke Performance vor dem Teamplay.
haben das Honigmänner nicht viel ausrichten können. Spectre ist halt erst gegen Schluss recht stark geworden. Und ein Silencer, der recht nützlich war und am Schluss noch sein Refresher abgehauen hat. Ja. Wir machen eine kurze Pause zum nächsten Game, wo dann nachher stattfindet. Noch eine kurze Erinnerung. Man kann für das Offline-Event vom Finale um den Kampf für den Schweizer Titelmeister kaufen. 25 Franken kostet das Ticket vor Ort, wenn man dann dort ist. Kann man das HPO Gaming Notebook gewinnen? Astro Gaming Headsets sind zu gewinnen. Es werden Merchandise-Artikel verteilt und Sponsoren machen noch Giveaways. Also es lohnt sich dort anzukommen. Auch dort kennenzulernen, ein bisschen die Community aufbauen. Und ich danke fürs Zuhören, Zuschauen. Bis gleich, bis zum nächsten Game. Man sieht sich.